So, da sind wir wieder. Gucken wir mal. Karte. Keine Profile, Fähigkeiten. Nichts Neues. Ah, Inventar, ich kann endlich. Kann ich verkaufen? Verbesserung. Biotik-Auflademodul. Aber ist das dauerhaft? Ach, wenn es bei der Entwicklung... Aha, ich kann also Objekte entwickeln. Das kann ich einfach nur verticken. Universal sind häufig bei besiegten Milchstraßen-Exilanten zu finden oder können durch Zerlegung ihrer Waffe und Panzerung erlangt werden. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Ja, Legierungen und systemischen Polymeren. Okay. Mit dem Nomad abgebaut werden. Aha. Forschung. Panzerungsbaupläne. Aha. Das heißt, ich brauche diese ganzen Materialien dafür. Ja, du mich auch. Forschung, Waffenbaupläne. Bauplan ungewöhnlich. Ich kapiere. Oh, die Canifex, an die kann ich mich noch erinnern, die habe ich geliebt. Ach, das sind die ganzen Waffen, die ich gefunden habe. Die kenne ich aber nicht. Die Katana kenne ich. Savager, ey, Klassiker. Matox sagt mir weniger. Universalklinge 1. Ach, das habe ich alles einmal, oder was? Verbrauchsobjekte Brandmunition, Disruptormunition, Override Pack. Da unten alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder aufhört, aus dem frühen Depression und Schadensreduktion. Aha. Fusionsmodus, Mods. Aha. Das ist so. Ja, komm. Waffen. Ja, ich habe die M3 Predator. Okay. Ich habe Avenger 1. Ich habe keine Schrotflinte, aber ich habe ein... Warum habe ich ein Präzisionsgewehr und kann es nicht verwenden? Kann ich das nicht einbauen? Ich komme schon wieder genauso hilflos vor wie... Oh je.
Das machen wir mal ganz schnell alles weg. Dann. Asari und Menschen, okay. N7 sind Spezialeinheiten, ja. Andromeda-Spezies, unbekannte Technologie, unbekannte Spezies, ganz toll. Unbekanntes Phänomen und die Andromeda-Galaxis. Super, wir wissen noch gar nichts. Im funktionierenden Feld angesichts der Grenzen. Aussage an Bord der Eichung des Umstands, dass die Gefahren in Europa unbekannt sind, aber die Defensive der Initiative Anpassung führt zum Erfolg. Ist auch nicht erneuerbare Ressourcen wie Munition, Medikamente und Energiezellen. Werkzeuge der Initiative in der Lage, passende Ressourcen umzusetzen, damit sie als Ersatz ziehen können. Ah, okay. Ja, okay. Küsthase. Element Zero. Wer das alles nicht kennt, wir werden uns im Laufe der Geschichte noch eingehend damit beschäftigen, glaubt mir. Die Hyperion. Es ist leider nicht die Normandie. Logbuch. Wiedersehen mit der Nexus. Abgeschlossene Mission Planet Hyperion, Prolog Hyperion und planetare Realität. So, jetzt sind da oben erstmal alle weg. So. Zeitwurz hat ja lang genug gedauert. Ich muss mich auch bei euch für das Gelaber jetzt entschuldigen, aber es muss ja auch mal sein. Und dann schauen wir uns den Spaß mal an hier. Nein. Ich überhaupt richtig? Ah ja, da ist die Bahnstation. Ich habe gerade auf den neuesten Stand gebracht. Gut, sie wird als erstes nach den neuen Aufgaben für die Besatzung. Okay, Leute. Ist das nicht dieselbe Station? Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten und müssen wissen, wo wir sie unterbringen, bevor der Wecker klingelt. Sobald wir die Steiger. Ernsthaft jetzt, wofür habe ich jetzt Punkte bekommen oder hat er einfach nur wieder hochgezählt? Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Ich sehe hier gar nichts. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Wir könnten rausfinden, was die VI zu sagen hat. Ja, entspann dich. Die Pflanzen sind noch am Leben.
Hydrokulturen. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Ja, der Gedanke kommt mir auch langsam. Hallo? Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Ich möchte das aktuelle Jahr. Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt Ihrer Träume zu entscheiden. Reizt Sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Gewerkschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür Sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Erzähl mal. Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Es hört sich alles irgendwie nach Werbung an. Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Also geplant ist es, das Ding wie die Citadel zu machen. Aber irgendwie ist es das nicht. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay. Das war echt hilfreich. Hier müssten eigentlich massenhaft Leute sein. Wir scannen mal fleißig weiter. Da ist ein Mensch. Hallo.
Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Das hier ist doch die Nexus, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist nur, wir dachten, Sie wären alle tot. Was? Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber Sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Scott Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa, Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Erwarten Sie uns nicht? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja, die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Von hier komme ich. Keine Nachricht von der... Warum gehe ich zurück? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns bisher versteckt gehalten. Wir sind nicht in der Verfassung, einen Angriff zurückzuschlagen. Auf Habitat 7 kam es zu einer Erstkontaktsituation, aber sie ist fürchterlich schiefgegangen. Sie wollten uns töten. Das war kein Erstkontakt. Wir wissen von ihnen. Wir sind da. Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist das wahr? Es hieß, wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir. Nach so einer Reise tut es gut, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Hungrige Gesichter. Wir sind dankbar für alles, was Sie entbehren können. Das ist Foster Edison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin sein Nachfolger. Alec... ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind Sie es, Ryder. Sind Sie dem gewachsen? Mein Vater war davon überzeugt. Wenn Sie ihm vertraut haben, müssen Sie auch seinem Urteil vertrauen. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. So behandelt man doch keinen Gast.
Ich bin Nagmokesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Was? Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns gut tun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Eine Kroganerin? Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für die Unterstützung. Hoffnung ist hier selten. Wir sollten sie deshalb nicht gleich im Keim ersticken. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Zeig mal. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn der Speicher leer ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Oh, ich rieche die ersten Sidequests. Ja. Die Missionen, die für den Pathfinder die Crew der Tempest von persönlicher Wichtigkeit sind. Okay, die Tempest wird wohl unser Schiff. Oh, neues im Codex. Der Nexus-Aufstand. Mit dem werden wir noch zu tun bekommen. Okay, nein, das lesen wir jetzt nicht alles durch. Wir talken mal eine Runde. Also gut. Was ist passiert? Mit was? Es heißt womit? Und ich meine Ihren verdammten Vater. Tut mir leid, ich bin müde, weil ich mich um alles kümmern muss. Und im Moment will ich einfach nur wissen, was mit Alec passiert ist. Nicht wie er starb. Ich kenne die Logs. Was ist mit dem Pathfinder passiert? In dem Moment hat es mir das Leben gerettet. Aber anscheinend wollte mein Vater, dass ich die Aufgabe irgendwann übernehme. Sie kann nicht vererbt werden. Hätten wir eine auf Inzucht basierende Monarchie gewollt, hätten wir die Hälfte unseres Genpools zu Hause lassen können. Nicht zu Hause. Die Milchstraße. Unser Zuhause ist hier. Dieses Chaos. Wir haben nicht viele Optionen, Ryder. Vielleicht können Sie ja beweisen, dass Ihr Vater recht hatte. Aber verzeihen Sie bitte, dass ich mir nach 14 Monaten gescheiterter Kolonisation keine allzu großen Hoffnungen mache. Hat die kleine Schlampe gerade Inzucht gesagt? Wie passen Sie in die Führungsriege der Nexus? Ich überwache die eigentlichen Ansiedlungsbemühungen. Da die Anzahl der Außenposten derzeit alles andere als ideal ist, habe ich nur begrenzten Einfluss. Worauf Tan mich immer wieder gerne hinweist. Ich habe eine durchaus angemessene Karriere als Amtsleiterin zurückgelassen. Immerhin in einer Provinzhauptstadt. Nur eine neue Galaxie konnte mich davon weglocken. Und jetzt sind wir hier und tun nichts. Boah, die Kleine nervt. Ganz im Ernst, die Kleine nervt. Sie haben meinen Vater Alec genannt. Niemand tut das. Viele von uns haben sich der Initiative wegen seiner Vision angeschlossen. Also dem Teil davon, den er mit anderen geteilt hat. Waren Sie befreundet, oder? Ich bin nicht Ihre neue Mutter, falls das Ihre Frage ist. Oder seine Freundin. Er hat es gehasst, dass ich seinen Titel nicht benutzt habe. Aber niemand ist ein Pathfinder, bis er tatsächlich einen Path gefunden hat. Das ist wie bei einer Kolonialdirektorin ohne Kolonie. Ich hab voll das Mitleid mit dir. Boah, ist das eine
Es muss irgendeinen Plan für den Umgang mit feindseligen Aliens geben. So naiv können wir nicht gewesen sein. Wir haben mit Leben gerechnet, nicht mit einem Feind, der jeden Dialog verweigert. Sie greifen nicht an, sie desinfizieren. Wir sind für sie nichts als Bakterien. Tut mir leid, 14 Monate und man fängt an, poetisch zu werden. So schlimm ist die Lage. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber wir nennen sie Cat. Kandros weiß mehr darüber. Vielleicht zu viel. Sie vertrauen ihm nicht? Ich vertraue darauf, dass er uns verteidigt. Aber einem wachsenden militärischen Einfluss in einer für zivile Zwecke gedachten Initiative vertraue ich nicht. Wir sind hergekommen, um Geschichte zu schreiben, Ryder. Nicht, um sie zu wiederholen. Ach, okay. Verdammte Poesie. Ja, sehr poetisch, wirklich. Es gibt da noch diese fremdartige Technologie. Studiert die schon jemand? Wir haben es versucht. Also nicht ich, die Genies aus der Forschungsabteilung. Angeblich sind sie auf ihrem Gebiet ziemlich gut. Wollen Sie die aktuelle Ausrede hören? Die Tech, die wir auf dem Mars ausgegraben haben, war zwar weiterentwickelt, aber man musste sie nur anschließen. Die Tech hier hingegen denkt anders. Ich weiß auch nicht. Wir sind ihr meist aus dem Weg gegangen. Und wenn man den Loks der Hyperion über Erlek Glauben schenkt, war das vielleicht ganz gut so. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Es heißt Pathfinder. Ryder, wir verhungern hier. Wenn wir kein Fundament von Außenposten errichten, um die Initiative zu ernähren, könnten wir genauso gut seit 600 Jahren tot sein. Erlek hat viel versprochen. Nichts davon ist eingetreten. Damit sind Sie jetzt konfrontiert. Darum vertrauen Ihnen die Leute nicht. Darum vertraue ich Ihnen nicht. Beweisen Sie mir, dass ich Unrecht habe. Wollen Sie was, Ryder? Um Ihr Schiff müssen Sie sich schon selbst kümmern. Ich bin nicht in der Stimmung, um Risiken einzugehen. Sie hatten in über einem Jahr keinen Erfolg mit der Kolonisation. Wie oft haben Sie es versucht? Nicht so oft, wie Sie denken. Die Geißel, ruinierte Welten, Exilanten, Feinde. Wir können nicht einfach einen Außenposten runterplumpsen lassen und eine fertige Anlage mit Umzäunung erwarten. Vorher müssen der Pathfinder und Sam erkunden, einschätzen und inspirieren. Die Initiative hat ein Ziel versprochen und Andromeda hat nicht kooperiert. Und wenn es das hätte? Hätten wir ein wunderschönes Utopia. Die Kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander. Die Nexus als Citadel, nicht unter der Leitung von Tan. Und auch nicht unter meiner. Nicht unter deiner? Oh, wäre das schön. Sie entschuldigen mich, Direktor Edison? Natürlich, Ryder. Ich mag sie wirklich nicht, aber... was soll das? Glaub mir, du bist in 0, nichts repariert und einsatzbereit. Dafür müssen wir dich nur an diesen köstlichen Strom anschließen. Echt jetzt? Junge, du machst mir Sorgen, Junge. Du machst mir echt Sorgen. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Sie sind Scott Ryder, Gehaltsklasse 19b, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor Tan. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Ernsthaft? Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. 587, locker, 587 Tage. So lange dauert dieses Let's Play also. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren Tan. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tyrion Kandros.
Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. 7 Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Glaubst du? Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Nichts Neues also. Was ist eigentlich was? Mit Cash sprechen. Oh, ein Waffenhändler, schön. Milizbüro. Mit Kandros sprechen. Da scheint eine Nebenquest zu sein. Mit Tan sprechen. Das ist aber das Letzte, was wir tun.